Pralus Gedanus ist wieder am Start. Und Pralus Gedanus hat Angst, wenn man den Titel liest. Ja? 4 Tage kein Training. Ist meine Form jetzt zerstört? Natürlich nicht. Let's go mit Kai Gedan und seinem neuen Video. Die Ausgangslage für den Aufbau, für das Projekt ist sowas von am Start. Und unser Projekt startet jetzt. Welches Projekt? Will er endlich anfangen, mal richtig Bodybuilding zu betreiben, mal richtig dich da voll zu knallen mit Desto oder was? Oberkörper auf ein komplett neues Level zu bringen. Wir müssen Oh, wenn er die Brust hinbekommt. es den Judges, es liegt in unserer Hand, es den Judges so schwer wie nur möglich zu machen, zu sagen, ja, Unterkörper ist krass, Glutes sind krass, Quads sind krass, aber Oberkörper, da fällt er ein bisschen ab. Dieser Satz, den werden wir jetzt zunichte machen. Und Bei aller Liebe, das glaube ich nicht, auch wenn ich es mir hoffen würde. das Momentum aus der Prep, dass du dich an der Weltspitze definiert hast, profiliert hast. Komm in meine Gruppe, hier wächst dein Oberkörper. Ich schwör's dir, das kommt so vor, dieses Gespräch hier. Das Momentum wird jetzt in diesen Aufbau rein kanalisiert. Yes, Leute, damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ihr habt Ist er noch in Utah? gesehen, neuer Trainingsplan am Start, neue Ära beginnt. Offseason 3.0 startet ab jetzt offiziell. Es geht rein, den Oberkörper aufs nächste Level zu bringen. Ich bin maximal hyped. Ich werde euch heute Ist auch maximal high, Alter, so wie der aussieht. wieder. Der hat sich doch safe da in Amerika eine schöne Tüte reingescheppert, Alter. VG50, hat's funktioniert? Ja, geil, ich danke dir, mein Lieber, fürs Abo. Danke, danke, danke. Also der Kai hat sich da auf jeden Fall dort einen kleinen Bobby geknallt, oder? Reingeraucht. Durch den kompletten Tag mitnehmen. Ich werde mein erstes neues Training heute trainieren. Meinen ersten neuen Trainingstag. YouTube-Video zu meinem kompletten Trainingsplan, zum kompletten Programming, zur kompletten Zielsetzung wird natürlich noch extra kommen. Heute gibt es einen richtig fetten Vlog. Training, ich zeige euch wieder ein paar Sachen, die sich geändert haben. Und ich zeige euch einfach, beziehungsweise ich möchte euch einfach jetzt mitnehmen, die nächsten Monate und euch zeigen, dass es auch möglich ist, nach 8 Jahren Trainingserfahrung, nach 8 Jahren intensiver Trainingserfahrung, auch noch signifikante Fortschritte zu machen und wie man dann eben die Schwachstellen aufs nächste Level bekommt. Meine Schwachstellen: Brust, Schulter, Arme, also allgemein der Oberkörper, kann man sagen. Das ist Einfach alles oben. Das Ziel bei uns, ihr habt gesehen, aufs nächste Level Nicht Schwäche, aber die Beine sind einfach zu krass für den Oberkörper, ne? zu bringen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß zum heutigen YouTube-Video. Lasst mir jetzt schon mal ein Like und ein Abo da und ich würde sagen, wir starten zuerst einmal mit dem ersten Tagespunkt, der heißt Essen, Leute. Aufbau heißt Essen. Kalorien müssen rein. Momentan sind es 4100. Dementsprechend sehen wir uns gleich in der Küche wieder, wenn es heißt It's Porridge Time. Aber ihr wisst, Freunde, it's Porridge Time. Lecker. Bevor es ein Porridge gibt, kommen wir zum wichtigsten Tagespunkt. Zuerst mal mein Monster kalt stellen. Welchen gibt es heute? Grün oder weiß? Ich habe auf jeden Fall Bock auf den Grün. Den habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Der Kollege hier wird es. Kannst mir noch keinen erzählen. Die haben doch eine Kooperation mit Monster, Alter. Mal kalt. In jedem Video dreht sich hier um irgendwelche Monstergetränke. Kalt gestellt. Hier rein mit dir, Kollege. Zack. Und dann gibt es jetzt erstmal Porridge. So, Leute. Porridge ist soweit fertig. Sieht wieder vorzüglich aus. Da hat schön Apfel, Zimt. Oh, meine Cousine ist am Start. Guten Morgen. Du bist in Berlin, habe ich gesehen. Mein lieber Scholli. Du bist ja nur unterwegs, ja? Schöne Grüße. Ich hoffe, du hast ein schönes Hotel. Aus. Da habe ich heute reingemacht. Noe Pro Salted Caramel. Ist seit heute bzw. Freunde, benimmt euch. Meine Cousine ist jetzt im Chat. Sie ist Moderatorin. Und wer hier ein bisschen abfuckt, sie schmeißt alle raus. Alle. Seit Sonntag draußen, Leute. Dementsprechend gönnt euch mit dem Code Kai. Hier habt ihr den besten Rabatt. Ich fahr zu Mustafas Gemüsedöner. Fahr weg. Geh mal richtig Döner essen. Mit schönem Fleisch. Kann sich auch direkt umbenennen. Militante Veganerin. Was ist denn los mit dir, Mensch? Bist schon in Berlin. Da gibt es den besten Döner. Also hau dir mal einen richtigen Döner rein. Nein, Spaß. Natürlich guten Appetit. Lass es dir schmecken. Übrigens hier das Summer Limited. Und zwar Caramel Milchshake ist jetzt rausgekommen in den Shop. Weil es so heftig feiert, ihr habt 82% Protein und richtig nices Aminosäureprofil. Dazu gibt es auf jeden Fall noch eine Portion Strong, ist leider ausverkauft. Oben drauf auf meinem Porridge gibt es natürlich wie immer 300 Gramm Beerenfrüchte. Ein Traum. Wer ist zurzeit dein Favorite auf YouTube? Ganz ehrlich, Bodybuilding-Content-mäßig feiere ich tatsächlich die Mike-Vlogs gerade sehr privat, persönlich.
Das heißt privat. Privat gucke ich also in meiner Freizeit gar keinen Fitness-Content. Ich heb mir alles hier auf für den Stream. Aber das finde ich natürlich richtig geil irgendwie. Irgendwie gefällt mir das voll. Die letzten 4 Videos haben mich voll überzeugt, Mann. Dazu auf jeden Fall noch Kiwi mit Schale. Dann natürlich einmal normalen Schale. Zimt, der ist hier aufgefüllt. Und dann natürlich... Ja, aber Leonie, das ist mehr so... Das ist mehr Witz und Humor. Natürlich John und Leonie, das, die sind sowieso Nummer 1. Ich rede jetzt von diesen reinen, wenn es nur um Bodybuilding geht. Ja, da gefällt mir das aktuell am besten. Das John und Leonas, das ist für mich, das hat irgendwie nichts mit, das heißt nichts mit Bodybuilding zu tun. Das ist eher noch so mit Humor, wisst ihr, so witzige Videos, ja. Natürlich noch Ceylon Zimt, der schmeckt ein bisschen anders und ist ein Ticken gesünder, mehr oder weniger. Man sollte nicht so unglaublich viel Zimt ballern. Es geht nämlich ein bisschen auf die Leber. Dementsprechend hier noch ein bisschen Ceylon Zimt rein. Zwei geile... Tut so, als ob Zimt gut war, irgendwelche Steroide wären. Knall dir Zimt da rein. Zimtgeschmäcker oder zwei geile Zimtsorten, die das Porridge aufs nächste Level bringen. Das wird sich jetzt gegönnt. Let's go. So sieht das fertige Baby aus. Natürlich in meiner Masse Bowl. Und dazu passend Sebum. Und zwar mit Chess Day with Henny Brambot und Hadi Chopin. Haben wir sogar schon gesehen. Sein Coach Hadi Chupin. Hadi Chupin. Best Workout und Posing. Oh mein Gott. Passt perfekt. Einfach Hadi Chupin, Alter, geil. Direkt zum heutigen Training. Oh mein Gott, es gibt nichts Geileres. Leute, angekommen im Haudo. Heutiges Menü. Wo ist denn die Leonie? Menü 55 Gramm Goat Pump. Dazu gibt es bei mir auf jeden Fall noch ein Monster, Leute. Heute nur 150 Milligramm Koffein. Warum 150 Milligramm? Hadi Chobban, Alter. Milligramm Koffein, dazu wird auch bald ein YouTube-Video kommen. Dementsprechend, ich kann nur so viel sagen, am Anfang des Zyklus, am Anfang von dem Trainingszyklus, steige ich immer mit wenig Koffein ein. Dementsprechend heute nur 150 Milligramm. Eigentlich sollte ich gar kein Koffein nehmen, aber ich sag's euch ehrlich, das kann ich kopfmäßig gar nicht vereinbaren. Da, ich weiß nicht, ich bin einfach gestört, sag mal so. Deswegen, bisschen Koffein, 150 Milligramm ist für mich gar nichts, weil ich in so einer Peakphase teilweise 600 Milligramm baller. Für mich persönlich mein Koffeinwert. Dementsprechend ganz entspannende 150 Milligramm. Da merke ich ein bisschen was und habe auch einen leichten Placebo-Effekt dann und kann mich so ein bisschen austricksen, mehr oder weniger. Aber der Goat Pump bleibt auf jeden Fall drin, denn das sind keine Stimulantien enthalten. Den könnt ihr wirklich jedes Training ballern und das mache ich persönlich auch. So, jetzt geht's ins Gym und dann sehen wir uns gleich wieder im Voice-Over. Ich bin richtig hyped auf die Einheit, habe sie heute schon angeschaut und es könnte sogar wirklich heute schon die meine Favorite-Einheit werden, die ich abtrainiere. Also diese Einheit sieht heute richtig, richtig geil aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bin gespannt. Voice-over bestimmt jetzt. Voice-over. Ab ins Gym. Let's go! Schön Anger Fist und Booster, Leute. Es gibt doch nichts Besseres. Ab ins Gym. Time to grow. Angekommen im Gym ging es dann los und zwar mit der ersten Übung für die Brust. Butterflies an der Maschine. Bro, hier werden keine illegalen Steroidfragen beantwortet. Du kannst das noch 100 Mal in den Chat schreiben. Da bist du hier im falschen Stream. Ich bin doch natural. Ich habe doch von der ganzen Thematik keine Ahnung, Alter. Bist du deppert? 3 Sätze, relativ schwer, 7 bis 11 Wiederholungen. Hier habe ich mit einer Kadenz gearbeitet. Eine Kadenz. Relativ schwer. Also er ist tatsächlich nicht mehr in Utah. Er ist wieder zurück. Back im Block. Es beschreibt quasi, wie man eine Wiederholung ausführt. Das seht ihr hier. 1 Sekunde in der Dehnung, 1 Sekunde Kontraktion halten, beziehungsweise sogar 2 Sekunden in der Kontraktion halten und dann 1 Sekunde... Oh, so eine Dehnung, Alter, ich würde mir die Schulter auskugeln, Respekt. ...Sekunde wieder die Negative kontrollieren. Dadurch kann man sich sehr, sehr stark auf... Denselben Butterfly habe ich bei mir in der Kraftfabrik auch, der ist geil. ...die Zielmuskulatur konzentrieren und sorgt halt eben wirklich nochmal viel genauer dafür, dass das Gewicht auch wirklich dort ankommt, wo es soll, und zwar in der Brust. Ich habe die Übung sehr, sehr gut gespürt. Gerade beim Butterfly neigt man ja dazu, nicht immer in die volle Kontraktion zu gehen. Und dadurch, dass ich nochmal die Kontraktion 2 Sekunden halte, hat es richtig krass reingehauen. Wie gesagt, nach den 3 Sätzen war meine Brust schon ordentlich voll und ich bin gut ins Training reingestartet. Hätte ich selber nicht gedacht. Ich schwör's euch, um brutalen Pump zu bekommen, braucht man eigentlich wirklich nur diese Übung, Alter, in der Brust, wenn man Pumpbrust haben will. Diese Übung bringt meine Brust zum Explodieren, Alter. Nach Butterfly, also nach einer fliegenden Variante, ging es dann direkt weiter mit einer drückenden Variante. Und zwar hier Schrägbankdrücken an der Multipresse. Und zwar 2 Sekunden Pause in der Negativ unten, also pausiert. Und dann seht ihr hier mit einem Band Banded Setup. Das wäre mir schon viel zu aufwendig, das Ganze da aufzubauen. Band sorgt da dafür, dass das Gewicht unten ein bisschen leichter wird, also ihr nicht so einen harten Todpunkt unten habt, weil die Übung killt euch extrem heftig, gerade im unteren Bereich.
sondern dadurch wird ein bisschen das Widerstandsprofil so modifiziert, dass ich einen Ticken besser unten rauskomme und noch so wahrscheinlich ein bis zwei Wiederholungen. Wenn dein Gym kein Butterfly hat, kannst du das natürlich ganz leicht am Kabelturm simulieren. Safe, Schrägbank auch fürs Muskelgefühl auch sehr, sehr geil. Aber da muss man auch kontrahiert trainieren, langsam auf Kontraktion achten, so wie der Kai hier, dann passt das. Wenn man da einfach schnelles Gewicht von A nach B pusht, bringt das auch nichts. Also ich merke dann nichts, ja. Chris Transi, Freundin, danke dir fürs Abo. Wiederholungen mehr schafft und ein bisschen Load unten von der Dehnung rausnehmen, denn die Dehnung haben wir gerade schon beim Butterfly sehr, sehr stark forciert. Dementsprechend einfach hier ein bisschen mit dem Band nachgeholfen, hat sehr, sehr gut funktioniert und sich gut angefühlt, also Respekt, das erste Mal, dass ihr die Übung so ausgeführt habt, könnt ihr gerne mal in euer Training implementieren, hat riesig Spaß gemacht und auf jeden Fall für einen guten Stimulus gesorgt. Ein richtiger Chris Bumstead-Fanboy, ne, der Kai, die haben die ganzen Sachen von Bumstead geordert, ich sehe in jedem Video ein Bumstead-T-Shirt. Dann ging es auf jeden Fall weiter mit der hinteren Schulter und zwar Real Dead Flies an der V-Station, die Übung ist einfach mega, mega nice, achte hier darauf, dass ihr im kompletten Bewegungsradius ohne Schwung trainiert und ungefähr im zwischen 45 und 60 Grad Winkel der Oberarm sich befindet. Da muss jeder so ein bisschen selber rumexperimentieren, in welchem Winkel vom Arm ihr die hintere Schulter am besten spürt. Habe ich auch lange gebraucht. Bei mir sind so, ja, wenn ich eher ein bisschen steiler halte. Er macht jetzt hintere Schulter am Push-Tag? Oder so bei 60 Grad und dann kommt es richtig schön in die hintere Schulter rein. Dann gab es zum Schluss noch ein paar Partial Reps, also 4 Partial Reps hinterher, um die Ermüdung in der hinteren Schulter nochmal sehen. Kein Bumsbett, Alter. Signifikant zu erhöhen. Und dann ist auch schon die nächste Übung dran gewesen, und zwar Y-Raises in Kombination mit Lateral Raises. Genau so habe ich mir die Schulter abgerissen, ne? Bei der Übung, habe ich euch gesagt. Ne? Das habe ich nämlich Lukas aufgeschrieben, dass ich das in meinem Trainingsplan haben möchte. Denn die. Es ist eine brutal geile Übung, aber ich kann sie nicht mehr ausführen, einfach wegen meiner Psyche. Jedes Mal, wenn ich das auch bei anderen sehe, denke ich an diese Situation, wie es Knack gemacht hat und mein Labrum abgerissen ist in der Schulter letztes Jahr. Jedes Mal. Dieser Supersatz ist unglaublich effektiv und zerfetzt euch wirklich komplett. Hier natürlich wieder mit Cuffs, also mit Handgelenksmanschetten, einfach, dass ich noch mehr Feeling auf die hintere Schulter. Ah, hier hat er das, was ich gerade im Mike-Video sagen wollte, ne? Die Handgelenksmanschetten. Auf die seitliche Schulter drauf bekommen. Zuerst, wie gesagt, Y-Raises ausgeführt. Hierbei bringt ihr die Schulter in die. Du hattest einen Monat Twitch-Verbot von deinem Studio? Wie? Wie geht das denn, Miami Klausi? Maximal verkürzte Position und habt den meisten Widerstand in der gedehnten Position. Also eine sehr starke Übung, die richtig schön reinhaut. Ihr seht auch, ich benutze da nicht viel Gewicht, gehe eher auf Wiederholungen. Also 14 bis 20 Wiederholungen standen auf dem Plan. Fokus auch hier, schön Feeling in die seitliche Schulter reinbekommen. Denn die soll auf jeden Fall wachsen. Bedeutet, ich will nicht mit meinem Trainingsvolumen an der seitlichen Schulter vorbeischießen, sondern sehr fokussiert. Junge, du brauchst eine dicke Brust. Seitliche Schulter zerlegen. Dann sollen wir einmal mit Heiko Kalbach sich treffen und Brust trainieren, dann ist Feierabend. Habe ich direkt umgebaut, was ja ein Supersatz ist, und habe Seitheben am Kabelzug ausgeführt. Hierbei habe ich die Arme so ausgestreckt wie möglich gehalten und versucht die ersten 3, 4, 5, 6 Wiederholungen, solange wie es halt geht, die Arme so hoch wie möglich nach oben zu führen. Also schon fast super Lateral Raises, also die Arme noch weiter nach oben ziehen. Und irgendwann merkt ihr dann, okay, das Gewicht wird so schwer, ich kann die Arme immer weniger hochheben. Und dann habe ich einfach nur noch versucht, okay, die Wiederholungen voll zu machen. Also bei Y Raises mache ich zum Beispiel 10 Wiederholungen, dann mache ich auch beim Seitheben 10 Wiederholungen mit dem gleichen Gewicht. Ja, da ist der Dämon am Start. Chat, ihr habt es gesehen, danke euch. Gewicht, das haut eigentlich so relativ gut hin, sorgt für einen richtig krassen Stimulus und eine sehr heftigen Ermüdung. Da ist er. In der seitlichen Schulter hier. Pralos Demonios. 4 Supersätze gemacht und dann war auch schon Ende mit den Schultern. Dann ging es weiter mit dem Trizeps und zwar Katana Extensions, Single Leg, also Single Arms. Also mit Butterfly und Schrägbank kommt ihr doch nicht weit. Da wird keine gute Brust stimuliert. Sorry. Und zwar hier ist der Fokus darauf sehr, sehr stark. Boah, im Hintergrund haben wir einen richtig motivierten Fighter. Freunde, gebt euch den Kollegen hier. Ganz hinten. Der geht richtig ab, Alter. Am Sandsack. Guckt euch den mal an hier. Schultern, dann ging es weiter. Scheiß mal auf Kai, guck mal bitte hier. Mit dem Trizeps und zwar Katana Extensions. Single Leg, also Single Arms. Das ist ein Schattenboxer, ist das. Sorry. Und zwar hier ist der Fokus darauf, sehr, sehr stark bam, bam, die Dehnung mitzunehmen. Also den Trizeps richtig heftig in die Dehnung reinzubekommen, um halt hier nochmal. Starker Fighter, Mann. Den langen Kopf mehr zu forcieren. Allgemein bei Überkopfübungen oder bei Überkopf-Trizepsübungen
ist es eher so der Fall, dass ihr ein bisschen mehr den langen Trizepskopf trefft, weil der... Die Schattenboxer im Gym sind echt die schlimmsten, aber im Fit One hast du ja da tatsächlich noch Boxsäcke, dann kann man es machen, ne? Am Schulterblatt ansetzt und tendenziell am meisten gedehnt wird, wenn ihr eine Überkopf drückende bzw. eine Was ich mir vorstellen könnte, weil hier fragt einer, was würdest du empfehlen für ein gutes Brusttraining? Ich habe tatsächlich auch mal meinen Push- und Pull-Plan so gesplittet, dass ich zwei Push-Pläne hatte. Der eine war eher schulterfokussiert, der andere war eher brustfokussiert. An dem schulterfokussierten Tag hatte ich auch nur zwei Brustübungen, an dem brustfokussierten Tag hatte ich vier Brustübungen. Wie Kai das hier gestaltet mit seinem Coach, weiß ich natürlich nicht. Ne? So passt das vom Volumen her auf eine Woche gesehen. Über Kopf Extension ausführt, dementsprechend war hier jetzt der Arm über Kopf. Unilateral die ganze Sache, um halt meine Disbalance zwischen links und rechts auszugleichen. Ich habe hier meine Trainingstabelle offen und ich habe einfach links immer 6 Wiederholungen weniger geschafft als rechts. Ich habe mich mal verletzt am linken Arm und wurde dort operiert, dementsprechend ist das dort der Fall. Aber das ist schon sehr, sehr erstaunlich, wie viel schwächer mein Jetzt macht er noch dämonisches Wadenheben. Linker Arm ist im Vergleich zum rechten. Yes, und dann zum Schluss gab es noch Waden, denn die Waden werden auf jeden Fall nicht geskippt, Leute, hier. Und zwar Calf Raises in der Donkey-Variante ist eine richtig schöne Maschine, die mir Spaß gemacht hat. Hier auch wieder mit einer Kadenz gearbeitet, bedeutet 2 Sekunden im untersten Punkt. Aber da ist er doch niemals 3 Stunden im Gym gewesen. Der ist ja sonst immer so 3 Stunden im Gym, aber ich glaube aktuell nicht mehr, oder? Bei so einem kurzen Training hier, ich glaube nach Waden ist Feierabend. Versucht die Dehnung auf der Wade zu halten. Einfach um nicht an der Wade vorbeizutrainieren und den Stimulus nochmal richtig schön nach oben zu treiben. Jetzt, das war die erste Trainingseinheit von meinem neuen Trainingsplan. Ich werde hier auch im Vlog, beziehungsweise auf YouTube, alle Trainings komplett durchtrainieren mit euch. Da könnt ihr wirklich eins. Also könnt ihr euch das abschreiben und habt ihr kostenlosen Trainingsplan, Freunde, bei Chai Gidanius. So eins sehen, was mein Trainingsplan ist, was der einzelne Gedanke bei jeder Übung ist. Wird ein richtig nices Projekt. Und ich sage euch, die erste Trainingseinheit hat schon riesig Spaß gemacht und es könnte auch einfach meine Favorite-Einheit werden, weil die so kurz und knackig, aber auch richtig schön intensiv ist. Also ach so, das ist so wenig, weil es seine Intro-Week ist. Okay. Und bei der Outro-Week ist er dann 6 Stunden im Gym. Erste Trainingseinheit, ich liebe sie. Und nach der Trainingseinheit gab es noch eine Posing-Session. Eigentlich wollte ich nicht posen. Junge, Beine sind ja immer noch voll shredded, Alter. Posen, weil, ich sag's euch ehrlich, in 16 Tagen habe ich 6-mal trainiert. Und die letzten 4 Tage war ich gar nicht im Gym. Dementsprechend ist die Form nicht so wirklich am Start gewesen. Aber Schwachsinn, Alter. Diese Pause tat dem, glaube ich, sogar gut. Die Brust ist immer noch nicht vorhanden. Scheiße, der musste sein. Oh Mann. Aber ich habe mich trotzdem hingestellt. Der sieht gut aus, der Junge. Soll ich nicht verrückt machen, der Kai. Stellt und für euch ein Posing ab. Er ist so ein kleiner Monk, ne? Der hat rausgehustelt. Und ich muss sagen, sah sehr, 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 sehr nice aus. Dafür, dass die Wettkampf-Diät jetzt vorbei ist, ich jetzt viel mehr kann. Ey, voll, Alter, ist immer, Rücken ist auch noch mega frei, richtig gut. Kalorien esse und mein Körper eigentlich alles dafür tut, die Kalorien aufrecht oder den Körperfettanteil nach oben zu pushen und Wasser zu ziehen. Dementsprechend kann die Form eigentlich, könnte die Form noch viel, viel schlechter aussehen, aber nach dem Wettkampf habe ich mich mehr oder weniger schön zusammengerafft, mich an meinen neuen Makros gehalten und dementsprechend. Richtig stark. Richtig stark, dafür, dass das Post-Competition ist, richtig gut. Form eigentlich auch noch sehr, 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 sehr gut aus, muss ich sagen. Dafür, dass ich jetzt 2 Wochen nach dem Wettkampf hier wieder im Fit One stehe, bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Die Brust war auch gut prall, die Schultern sahen gut aus, der Rücken war ordentlich voll. Die Beine sahen dementsprechend heute irgendwie sehr, sehr dünn aus, habe ich mich gefragt, wie kann das der Fall sein. Aber vielleicht, weil ich so lange nicht mehr Beine trainiert habe. Hier schön Side Tricep rausgehauen, ihr seht. Kamirol, danke dir für 3-monatigen Support mit Prime. Beste Reactions. Ich küsse deine Kniescheibe. Geil, danke. Danke, danke. Die Bauchmuskel kommen noch durch. Die Streifen auf den Quads auch noch. Also die Form, die passt sehr gut. Optimaler Einstieg. Einfach nur optimaler Einstieg in die Offseason 3. Das ist natürlich eine Wahnsinns-Ausgangslage für eine Offseason, ne? Wenn der KFA noch so gering ist. 0. Wir werden das Ganze natürlich auf YouTube begleiten. Schauen wir mal, wo sich die Form die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Monate hin entwickelt. Ob ich wieder ein richtiger Fettsack werde oder nicht, ich glaube eher nicht. Mein Ziel ist es jetzt, schön, sauber, kontinuierlich aufzubauen und richtig schön Muskeln draufzupacken. Dementsprechend lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da, Leute. Schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr von meiner Form haltet. Hat sich da schon irgendwas getan? Bin ich noch flach? Habe ich schon Wasser gezogen? Gar nicht, Alter, der ist nicht flach. Sieht die Form gut aus? Ich finde die Form auf jeden Fall top. Damit kann man arbeiten, richtig schön in den Augen.
Aufbau reinstarten. Und ich wünsche euch jetzt sehr, sehr viel Spaß mit dem weiteren Vlog. So Leute, fertig mit dem Training, war richtig nice, hat riesig Spaß gemacht. 2 Stunden, 10 Minuten gedauert, also schon relativ knackig. Das Koffein hat 2 Stunden, 10 Minuten für das Training? Nein, oder? Habe ich am Anfang ein bisschen gemerkt, hat mich so schön aufgemuntert, aber war jetzt auch nicht übertrieben, dass es rein. Junge, mit Posen und Essen, der ist einfach, wenn er ins Gym fährt, einfach 5 Stunden unterwegs. Die Klatsch hat Training, weil es, wie gesagt, ist mal schön zum Reinfinden. Die ganzen Übungen ausprobieren, gutes Setup einstellen, hat sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt gibt es keinen Shake, sondern, oh mein Gott, Leute, 70 Gramm Rice Cream mit 50 Gramm No Whey Pro Seed, Salted, nicht Seeded, sondern Salted Caramel. Ich freue mich riesig drauf. Seeded Caramel, Alter. Einfach das Geilste, was es gibt nach dem Aufbau, richtig schöne Rice Cream reinfetzen. Da ist noch 1 Gramm Salz drin, damit die Carbs richtig ins System reinkommen. Das esse ich jetzt auf, dann drehe ich 2 Reels und dann geht's heim. Kochen, beziehungsweise Leonie wird wahrscheinlich für mich kochen. Da hat sich zwischen Aufbau und Wettkampf nichts geändert. Natürlich richtig nice. Leonie hat heute Rest Day, dementsprechend übernimmt sie da easy das Kochen. Jetzt habe ich Hunger, Leute. So langsam zündet der Hunger ein. Und wir sehen uns gleich zu Hause, wenn es richtig schön essen geht. Leute, ich habe noch eine wichtige Info bekommen und zwar vom 6. bis zum 24. gibt es bei Rocco Nutrition eine richtig geile Aktion und zwar 20% auf alle Gutscheine. Wenn du also noch auf der Suche nach einem nicen 20% auf Gutscheine, habe ich noch nie gehört. Weihnachtsgeschenk bist, dann will ich auf jeden Fall zuschlagen. Wenn du deinen Gutschein einlöst, dann dort bitte den Code Kai angeben, denn dann sparst du nochmal 10% Rabatt, bekommst einen richtig fetten Deal, die maximalen Gains im Warenkorb und. Urs kommt morgen auf meinem Hauptkanal, mein Lieber. Unterstützt natürlich mich und mein Projekt. Und jetzt noch viel Spaß beim weiteren Vlog. Back vom Gym, Leute. Und Leonie, mein Schätzelein, hat für mich... Da ist sie. Leonie ist am Start. ...gekocht und... Endlich, Mensch. ...die Supplements schon ready gemacht. Und die Essen ist auch hier unten drin am Start. Sieht man nicht wirklich was. Oh, yes. Sehr, sehr nice. Also Leonie hat auf jeden Fall schön Toastbrot am Start. Da hinten ist meine Mahlzeit, die wird sich jetzt gleich genehmigt, Leute. Und zusätzlich hat Leonie noch richtig schön unseren Müll aufgeräumt und die Rocker Adventskalender hier schön sortiert, habe ich heute. Junge, jeder hat einen Adventskalender. Heute Morgen schon geöffnet, fleißig. Mache ich jeden Tag immer auf, richtig schön. Der Hype. Miami Klausi, danke dir fürs Prime-Abo, mein Bester. Ist auf jeden Fall real. Eine Sache können wir jetzt auf jeden Fall zusammen noch aufmachen. Und zwar habe ich von Leonie persönlich noch einen anderen Adventskalender geschenkt bekommen. Und den von Eis.de. Ich persönlich richtig, denn ich stehe auf Gewürze und da, ach, schade. Da bietet sich ein Adventskalender an und zwar, Leute, der Just Spice Adventskalender und da machen wir jetzt auf jeden Fall mal Türchen Nummer 4 auf. Wo ist Türchen Nummer 4? Ich hoffe, ich habe es heute noch nicht aufgemacht. Türchen Nummer 3 ist auf jeden Fall hier. Türchen Nummer 4, Leute, wo ist Türchen Nummer 4? Wo ist Türchen Nummer 4? Bin ich behindert? Hier ist Türchen Nummer 4, Leute, und wir schauen mal rein, was für ein geiles Gewürz da drin ist. Oh, was Rotes ist immer gut. Lasagne-Gemüse-Mix, Leute. Eieiei, Lasagne-Gemüse. Könnt echt nice kommen. Paprika. Rot. Ich hatte davon das Rührei-Gewürz. Das war ganz nice. Zwiebeln, Tomatenraspeln, Meersalz, Knoblauchraspeln, Thymian. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr nice an. Wollen wir noch meinen aufmachen? Yes. Sag mal lieber, was du gestern drin hattest in deinem Adventskalender. Ich habe den ja ein bisschen getuned, den Adventskalender für meine Cousine. Gestern war Nikolaus und Nikolaus gab es dann definitiv ein schönes Special. Unseren machen wir jetzt auch noch auf. Ja. Jetzt kommt aber der von Eis.de. Komm schon, Leonie und Kai, was ist denn? Die haben noch gesagt, du machst die geraden Zahlen, ich mach die ungeraden Zahlen. Stimmt, ja. Heute ist gerade Zahl. DM Bio, ich glaub's ja wohl nicht. Dementsprechend. Bei mir war heute 100 Milligramm Testo drin. Hier einmal ein. Schreibt Williams linkes Ei, ey, ihr seid doch irre. Bio-Adventskalender hat dir dein Dad geschenkt. Ja, genau. Meine Mama hat mir auch einen geschenkt, aber der ist nicht physisch, sondern da. Junge, wie viele Adventskalender haben die beiden? Ich habe einen Scheißdreck bekommen dieses Jahr. Gar nichts, Alter. Niemand schenkt mir irgendwas. Was ist denn los? Kurwa, Alter. Der heißt irgendwie jeden Tag eine gute Tat und da kann man jeden Tag mit einer kleinen Spende ein Projekt unterstützen. Und da haben wir heute... Das ist ein schöner Adventskalender von Papa. Geparden-Aufzuchtstation in Namibia oder so unterstützt. Nice. Hauptsache nicht die Aufzugsstation im Zoo. Das wäre natürlich scheiße. So, dann schaue ich mal rein. Ich würde gerne mein Türchen selber aufmachen. Hey, du hast doch gerade gesagt, ich mache die Fragen. Egal. Die haben mehr als ich je in meinem gesamten Leben. Ich mache die geraden Nudeln gerade. Du hast ja gestern das 3 gemacht.
So Leute, also ihr seht schon, gibt es fast eine Schlägerei beim Türchen öffnen. Nummer 4, mach mal auf. Oh, scheiße. Feuchte Tücher. Und was ist drin? Oh. Dattel-Mango-Cookie. Ich sag Bio, feuchte Tücher von der. Dattel-Mandel-Cookie. Oh man, Leute. Das musst du eigentlich auf den Quarki machen. Muss ich auf den Quarki machen. Alter, da hat schon wieder so viele Kalorien. Oh mein Gott. Das hier musst du eigentlich auch auf den Quarki machen. Kokoschips mit gesalzenem Karamell. Das ist auch richtig. Ja, okay. Und bei jedes Mal, wenn ich Quarki höre, erhöht sich mein Östrogenspiegel, Digga, um 10%. Morgen, das könnte ich morgen aufs Porridge machen. Aber es hat schon sehr viele Kalorien, dann nehme ich lieber Reese's. Leute, ihr seht, der Struggle ist auf jeden Fall real. Ich gehe jetzt duschen und dann wird das mal richtig schön gegessen. Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Vlog. Ich hoffe, euch hat das YouTube-Video gefallen. War das erste Training mit dem neuen Trainingsplan in der Offseason. Ich hatte heute riesig viel Spaß. Können auf jeden Fall hyped sein auf die weiteren YouTube-Videos. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr sehen möchtet, denn ich bin jetzt wieder zu Hause in Berlin. Ich habe mein Setup und da kommen auf jeden Fall wieder sehr, sehr viele Tutorial-Videos. Das Wort, das geht einfach nicht. Das kann die Leonie benutzen, aber nicht der Kai. Quarki, Alter. Sie kennen ja noch Fleischi, Broti. Ist der auch richtiges Essen oder nur Porridge? Nee, der isst auch richtiges Essen. Die anderen Videos. Seitdem ich die Videos von denen anschaue, nehme ich Exemestan. Geil, Alter. Nette King 3000, schlaf gut. Lean Bulk Tutorial, Trainingsplan Tutorial und. Dementsprechend schreibt mal eure Videovorschläge unten in die Kommentare. Jetzt gibt's Food. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die Offseason. Der Trainingsplan hat so viel Spaß gemacht. Oh mein Gott, Leute. Lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Leonie pennt einfach ein beim Auto, die hat keinen Bock mehr. Die denkt, ich mach bitte endlich die Kamera aus. Ich will jetzt kuscheln. Ja, denkt dran, mit dem Code Kai oder mit dem Code Leonie unterstützt ihr uns beide bei unseren Projekten. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten YouTube-Video, wenn es heißt, Kai wird noch praller, als er eigentlich schon ist. Ja. Denn ich war jetzt schon gut prall. Bis ja! YouTube-Video, wenn es heißt, Kai wird noch praller, als er eigentlich schon ist. Ja. Denn ich war jetzt schon gut prall. Bis boah, die macht mir echt Angst manchmal, ja. Bis zum nächsten Mal, ich bin raus, euer Kai. Ciao. Ciao, Kai Jedanius, Alter. Praldanius. Sehr, sehr cool, ja. Freunde, was soll ich euch sagen? Kai goes to Big Monster, Alter. Oberkörper wird jetzt aufgepumpt. Wird mal sehen, mit zwei Brustübungen. Meines Erachtens nach wird das nichts, Kai.